Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe schon lange gedreht, ihr seht das Video wesentlich später. Und zwar von Marie-Louise Ritter, vom Glück allein zu sein, wie wir die Zeit mit uns selbst genießen können. Und ich möchte kurz erzählen, wie das Buch in mein Leben kam. Ich hatte ein kinderfreies Wochenende. Das passiert bei mir einmal im Jahr. Und an dem Sonntag, bevor ich dann die Kinder am Abend zurückbekommen habe, habe ich so gemerkt, gerade fällt mir das schwer, nur mit mir zu sein, nur hier in der Wohnung zu sein, die Zeit irgendwie tatsächlich auch zu genießen, die ich habe. Und habe darüber mit einer Freundin gesprochen. Auch so, hey, okay, fürs nächste Mal, wie kann man sich das schöner machen? Und ich glaube, noch an dem Abend oder am Abend drauf habe ich auf Instagram bei Inka Lindberg, der ich ja folge, gesehen, dass sie dieses Buch liest. Und dachte, okay, das hört sich ja genau nach dem an, was ich suche. Und habe mich dann ein bisschen über das Buch informiert und bin da auch zum ersten Mal auf die Autorin gestoßen. Marie-Louise Ritter ist auf Instagram, glaube ich, unter Luise liebt. Bin ja auch vorher nie gefolgt und habe mir dann direkt das Buch bei Amazon bestellt. Also normalerweise bin ich ja jemand, ich gucke dann erstmal, ob es das in der Bibliothek gibt, ob ich Secondhand bekomme. Aber ich habe es Secondhand nicht sofort bekommen. Und deswegen habe ich es mir wirklich immediately bei Amazon bestellt. Und das muss schon was heißen. Und es geht tatsächlich, also auf dem Buchrücken auch steht, es geht so um dieses Alleinsein, um Einsamkeit. Wie kann ich das auch schöner für mich gestalten? Wie kann ich besser damit klarkommen? Und bin dann da so in dieses Buch reingestolpert, das auch nur 230 Seiten hat und zum Glück viele kleine Kapitel. Ich fand das perfekt jetzt im Sommer für unterwegs. So dieses, okay, die Kinder sind mal spielen, ich habe mal hier 20 Minuten zu lesen. Oder wir sind am See, die Kinder spielen und ich lese mal so ein bisschen. Oder mal abends, nochmal so ein, zwei Kapitel, mega gut. Also wenn ihr auch nicht so viel Zeit zum Lesen vielleicht habt oder, weiß ich nicht, im Sommer weniger lest als im Winter, war das schon mal echt eine gute Wahl. Und ich war dann doch überrascht vom Inhalt. Es hat mir mega gut gefallen vom Schreibstil. Mega! Du fühlst dich so mitgenommen. Du kannst diese Energie von ihr total spüren, wie so eine enge Freundin, der sie das erzählt. So schön gemacht. Sie hat auch noch, ich meine, zwei oder drei andere Bücher bereits rausgebracht, die mich thematisch gar nicht so interessiert hätten. Es geht da so um Single-Sein, um Dating und solche Geschichten. Aber weil mir der Schreibstil so gut gefallen hat, wandern die jetzt auf meine To-Read-Liste, weil ich die unbedingt gerne noch lesen möchte. Und Marie-Louise Ritter erzählt in dem Buch tatsächlich, was ich gar nicht erwartet habe, auch von ihrer ersten Alleinreise, ungeplant, dann von geplanten Alleinreisen und wie sie sich auf diesen Alleinreisen gefühlt hat. Also der Fokus liegt gar nicht darauf, so in diesem im Alltag allein sein. Das kommt schon auch zum Thema, aber sie ist in ihrem Alltag eher weniger allein, nimmt sich aber bewusst Zeiten für sich allein. Und das hat mich so inspiriert, dieses, hey, was könnte ich dann tun? Also was tut sie in der Zeit? Wie kann ich das für mich adaptieren? Was kann ich da für Ideen für mich sammeln? Also ich habe jetzt auf meinem Handy in meiner Notiz-App einen Ordner Dates, was ich so mit mir selbst anstellen kann, was auch sie zum Beispiel gemacht hat. Und das Thema Alleinreisen interessiert mich gar nicht, ist auch null Thema für mich, habe ich erstmal auch nicht vor, reizt mich gar nicht, aber es hat mir gefallen, ihr zu folgen. Und sie hatte auf diesen Reisen ganz viele tolle Aha-Momente, die ich für mich mitnehmen konnte und adaptieren konnte. Vor allen Dingen so Themen, wann fühle ich mich in Gesprächen gewertschätzt? Wie kann ich dafür sorgen, dass andere sich in Gesprächen mit mir gewertschätzt, gesehen fühlen? Das habe ich ganz viel für mich angenommen. Halt auch Ideen, was man mit sich selbst machen kann. Wie man sich die Zeit schöner gestalten kann. Auch wo verbiege ich mich für Menschen, damit die mich mögen? Warum mache ich das eigentlich? Lass es doch lieber sein. Mega, mega. Ich möchte das jedem ans Herz legen. Ich glaube, das Thema hat ja jeder. Ob nun alleinerziehend wie ich, Single, Mutter, als Mutter hast du ja noch weniger Zeit, nur für dich alleine. Und umso schwieriger wird es ja aber, weil wir das so selten haben, die Zeit dann tatsächlich zu genießen und nicht einkaufen zu gehen oder zu putzen. Oder sich dann halt, ich finde es auch wichtig tatsächlich für mich, mich bewusst dann mit Menschen zu treffen, ohne dass mal Kinder dabei sind, aber auch mal so Zeit für sich.
Und ich habe dann immer so als Ausrede genommen, ja, ich bin ja sonst ständig mit den Kindern unterwegs, dann kann ich doch auch mal hier zu Hause bleiben. Aber es war nur eine Ausrede, weil hier fühle ich mich sicher, hier ist alles safe, hier lese ich, hier gucke ich eine Serie. Aber das mache ich auch, wenn die Kinder zu Hause sind. Das ist für mich nicht special. Damit, also diese Alleinzeit habe ich dann nicht effektiv genutzt. Und durch das Buch habe ich so ein paar neue Ideen und Impulse bekommen und auch, wie ich das anders betrachten kann. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich fand es eine wunderbare Sommerlektüre. Und falls ihr von Luise schon noch ein anderes ihrer Bücher gelesen habt, schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, weil ich möchte da gerne noch mehr lesen. Es war so ein schönes Gefühl, dieses, ich rede jetzt mit einer Freundin, die mir was erzählt. Oder ich lese jetzt was von einer Freundin und die erzählt mir das. Und das war so grandios. Ich lese sowas tatsächlich eher selten, weil es ist kein Ratgeber an sich. Ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt. Es ist, ich würde es nicht in die Ratgeberrichtung drücken. Es ist so ein erzählendes, autobiografisches. Es war einfach schön. Es war einfach schön. Und es geht darum, allein zu reisen, allein im Alltag zu sein und das zu genießen, aber auch Ups und Downs. Es ging auch um ihre extremen Einsamkeitsgefühle während Covid zum Beispiel. Super gut. Mega. Ich habe mich so gefreut, dass das Buch mich gefunden hat, im richtigen Moment mit dem Thema, was ich gerade brauchte. Ich es dann bestellt habe, gelesen habe in der Woche. War so schön, möchte ich euch unbedingt ans Herz legen und empfehlen. Und falls ihr schon andere Bücher von ihr gelesen habt, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Das ist mein heutiger Buchtipp an euch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.